Und Ballon. Lachgas. Jetzt erklärt ihr, warum ich weiterhin Ballons im Inventar habe. Und Ventil und hoch. Kaminofen öffnen. So, einmal haken an Ballon. Und das geht. Jetzt habe ich einen Luftballon mit Haken. Und jetzt bin ich, wenn der Ballon offen hält. Ja, wunderbar. Irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte. Es war effektiv. Gut, dann gucken wir jetzt mal nach dem Wasser. Ob wir es da reinkriegen oder ob wir auch noch irgendwie einen Stopper bauen müssen, damit das Rohr stehen bleibt. Okay, das bleibt am Schornstein. Es fließt oben rein, nässt alles, kommt aber unten nicht raus. Ja, okay, ich brauche unten noch Löcher. Dann einmal. Seziermesser? Nein. Dietrich? Nein. Spritze wird auch nicht klappen. Der Dartpfeil vielleicht? Ich brauche kein Zieltraining mehr. Ich bin bereit für den ganz großen Wurf. Gott. Dann doch den Zahnbohrer. Schön, es ruft jemand an. Es kann mir aber auch egal sein. Wir tun wieder Wasser einfüllen. Es ist auch zumindest schön, dass es hier wunderbar klappt mit dem Doppelklick, dass man direkt quasi unten ist oder hier zum Wassertank kommt und nicht ewig laufen muss von Wenzels Haus einmal quer durch die ganze Stadt. Dann schauen wir mal. Wasser hat sie. Ja, unten ist Wasser. Das ist zwar nicht Der klar. arme Wenzel, sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich's verpasse. Und das Schönste an der Sache ist, es ist noch nicht mal klar. Es ist dieses Brackige. Ja, schauen wir mal. Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell, du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Ja, so Was ein ist denn Pech los, aber auch. Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Natürlich. Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur. Eine Wasserader. Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Schön. Wirklich? Was kriege ich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Arschloch. Lass ihn uns zusammen genießen. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Nein, Nein. ich bin rein. Das hat der Gnom wirklich tatsächlich eine Wasserader gefunden. Er hat nichts gemacht und hat eine Wasserader gefunden. Aber ich nehme jetzt mal die Wünschelrute mit. Das ist die Wünsche. Ich habe zwar keine Ahnung, wofür ich die jetzt brauche, weil das klare Wasser wahrscheinlich in Rathaus ist, aber gehen wir einfach mal. Aber hey, positiv sehen. Er hat eine Wasserader gefunden. Das heißt, er müsste jetzt im Rathaus gewesen sein. Schauen wir mal. Rufus, ich glaube, du kannst mir gratulieren. Der Bürgermeister war ganz angetan von meinem Fund. Er meint, die Ader macht Kuwak zu einer der drei reichsten Siedlungen im Südquadranten. Er wartet jetzt nur noch den letzten Anwärter ab, aber bislang habe ich die stärkste Bewerbung. Du sollst Goal bei dir aufnehmen? Ha, dass ich nicht lache. Was denn? Mit der Wasserader auf meinem Grundstück bin ich einer der einflussreichsten Männer Kuwaks. Und mit einer Orbit-Elfe im Haus könnte ich sogar Ehrenbürger werden. Wer weiß, vielleicht trete ich sogar eines Tages in die Fußstapfen
meines Vaters. Aber ich habe sie gerettet und ich werde sie auch bei mir aufnehmen. Ach, Rufus, du hast doch nicht mal ein eigenes Haus. Was noch willst du dem Bürgermeister also erzählen? Naja, ich... Nummer 63, bitte! Ja, Lotti. Nein, das ist meine Orbit-Elfe. Scheiß Wenzel. Ach, Rufus, was willst du dem... Na ja. Ach, Rufus, was willst du... Na ja. Okay, anblicken und anschauen und sprechen, das bringt dasselbe. Also gehen wir zum Bürgermeister. Der aber nicht da ist. Lotek, ich muss mit Ihnen reden. Es geht um... Lotek? Was? Wer stört? Huh? Schlafen Sie etwa im Schreibtisch? Das hier ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Vor mir hat bereits sein Vater hier geschlafen. Das war allerdings, bevor er die Dorfgemeinschaft im Stich ließ. Ich kann ihn nur allzu gut verstehen. Ich hatte auch einfach zurückgelassen. Trotzdem, wie kann man nur in einem Schreibtisch schlafen? Zugegeben, er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Aber dein Vater hat extra ein Gerät einbauen lassen, um das zu korrigieren. Was? Er steht nicht richtig zum Erdmagnetfeld. Sind wir hier bei Shengfui? Keine Ahnung. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das Zeug heißt, ja. Aber der schläft in einem hölzernen oder in einem Holzschreibtisch unten in der Schublade. Warum legt er sich gleich in den Sarg? Muss er dasselbe Feeling sein? Dracula, ich bin dein Vater. Ja, ja, er war also Bürgermeister und hat im Holzschreibtisch geschlafen. Ich bin wegen der Elysianerin hier. Das sind sie alle, aber du kommst zu spät. Die Anhörung ist abgeschlossen. Abgeschlossen? Aber ich hab sie doch gefunden. Aber ich hab sie gefunden. Soweit ich weiß, hat Hanek sie gefunden. Ich hab sie vorher gefunden. Und sie einfach liegen lassen? Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Warum ist die Anhörung eigentlich schon beendet? Ich bin noch 63 und ich hab auch noch die 66 und eigentlich, ne? Aber sie verdankt mir ihr Leben. Schwer vorstellbar. Wo sich doch 90% aller Verletzungen in Kuwak auf dich zurückführen lassen. 10% aber davon nicht. Sind wiederum 90% meine eigenen Verletzungen. Hör mal, Rufus. Immer wenn Chaos in Kuwak ausbricht, bist du die Ursache. Am Ende ist es wahrscheinlich sogar deine Schuld, dass das Mädchen vom Himmel gefallen ist. Nein, das war anders. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Ich bin doch nicht schuld, also nein. Aber sie muss zurück in ihre Welt. Zurück nach Elysium? Guter Witz! Du weißt besser als jeder andere, dass es keine Möglichkeit gibt, Deponia zu verlassen. Doch, gibt es. Nichts, was jemals auf Deponia gelandet ist, kommt hier je wieder weg. Mein Vater hat es geschafft. Das ist weder wahrscheinlich noch beweisbar. Ich verstehe ja, dass du gerne daran glauben möchtest. Aber viel wahrscheinlicher ist doch, dass dein Vater bei dem Versuch in irgendeinem Müllberg gelandet ist. Also mit solchen Argumenten hättest du nicht einmal dann eine Chance, wenn die Anhörung nicht bereits beendet wäre. Ja, irgendwie wiederholt er sich. Na, so ein Pech. Wie ungewohnt einsichtig von dir. Meine Entscheidung ist gefallen und du kannst nichts mehr daran ändern. Ich kann. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Und ab. Und ab. Was denn jetzt noch? Das Mädchen gehört zu mir. Falsch. Ich habe bereits anders entschieden. Mir gehen die Argumente aus. Endlich. Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Ja, es ist noch was. Und ab. Was denn jetzt noch? Ich will meinen Wohnsitz abmelden.
Du hast doch gar keinen Wohnsitz. Du schnorrst dich bei deiner Ex-Freundin durch. Immerhin schlafe ich nicht in einer Schreibtischschublade. Üble deine Zunge, Bursche. Das hier Touché. Ist der traditionelle Schlafplatz des Bürgermeisters. Wenn dich doch nur dein Vater so reden hören könnte. Immerhin hat er hier vor mir gearbeitet. Sie meinen geschlafen. Du weißt doch gar nicht, was Arbeit bedeutet. Wenn du nur ein wenig fleißiger gewesen wärst, hättest du ohne weiteres in die Fußstapfen deines Vaters treten können. Die Fußstapfen meines Vaters führen weg von diesem Planeten. Und da werde ich auch hinkommen. Und du denkst, dass du das ohne Arbeit erreichen wirst? Ich kann den alten Mann verstehen, dass er dich nicht mitnehmen wollte. Hey! Autsch! Alter Mann! Anstatt den Schreibtisch zu verrücken, hat mein Vater lieber das Erdmagnetfeld manipuliert? Er war der egozentrischste Sturkopf, den ich jemals erlebt habe. Das ist doch gelogen. Ach ja? Warum denkst du, hat er dich hier zurückgelassen? Weil ihm alle anderen Menschen egal waren. Selbst sein eigener Sohn. Eine traurige Ironie, dass du trotzdem genauso egoistisch geworden bist wie er. Egoistisch? Ich? Ich habe gerade erst mein Leben aufs Spiel gesetzt, um eine Frau aus den Klauen des Organons zu retten. Ohne jeden Hintergedanken, nehme ich an. Ja. Hervorragend. Sie werden noch ganz schön gucken, Lotek. Ich werde diese Frau retten. Und dann wird jeder Mensch auf diesem Planeten sehen, wie uneigennützig ich bin. Aber dann ist es zu spät. Dann sitze ich nämlich bereits in Elysium bei einem Cocktail und lache über euch Idioten, die ihr weiterhin im Schutt wühlen müsst. So. Ja, und dann bin ich bei meinem Papa und der freut sich und glücklich, dass sein Sohn nicht bei ihm ist und wird mich wahrscheinlich nicht irgendwie wieder runterwerfen und ich glaube nicht dran. Wann macht die Post auf? Wann immer ich es für richtig halte, denn ich bin der Bürgermeister. Was für eine bescheuerte Regel. Die hat dein Vater eingeführt. Bescheuert, aber nicht übel. Bescheuert, aber nicht übel. So, das hatten wir schon, ne? Ich komme immer noch nicht über die... Es ist, wie es ist. Dein Vater hat ein Gerät installiert, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Und das nur, damit er in Richtung des Erdmagnetfelds schlafen kann. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Es funktioniert aber. Ich schlafe wie ein Baby. Der einzige Nachteil ist, dass ständig irgendwelche Brieftauben gegen das Fenster fliegen. Ja, das ist natürlich blöd. Wann macht man immer ich es richtig? Das Mädchen gehört zu mir. Falsch, ich habe bereits... Gut, mir gehen die Argumente, aus. Endlich. Ist noch was? Ich muss nämlich langsam mal in den Sitzungssaal. Nein. Nein, nichts weiter. Dann sieh zu, dass du wegkommst. Ich muss in den Sitzungssaal. Aber geht's nicht draußen zum Sitzungssaal? Okay, ich habe ja einen Globus. Kann ich die Schublade irgendwie aufmachen? Gegensprechanlage. Eines der wenigen Fernsprechgeräte in diesem Kaff. Warum bezahlen wir überhaupt einen eigenen Telefonisten, wenn eh keiner telefoniert? Ich weiß schon, warum ich keine Steuern bezahle. Weil du nicht arbeiten gehst. Oh, guck mal, ein schöner Hase, ist das Harvey? Nächster bitte! Ich bin wohl der Letzte. Umso besser. Wer soll nach mir auch noch groß kommen? Tja, wer soll nach dir noch groß kommen? Richtig. So. Was für ein Schrotthaufen. Drehen wir den Globus doch mal. Hey, ein Glas. Hey, das ist Dads Wasserglas. Ich habe ihn fast nie ohne gesehen. Er hatte wohl Angst zu dehydrieren. Das nehmen wir mit. Da ist ein Schlüsselloch. Wenn da der Schlüssel zur Welt reingehört, na dann gute Nacht. Ich verbummel ja sogar schon immer den Haustürschlüssel. Was natürlich jetzt sehr schlimm ist, weil die Türen ja alle abgeschlossen sind, ne? Ich meine, ich bin natürlich schon an etliche Türen gekommen, die abgeschlossen sind und... nein, also nicht wirklich. Wir haben hier eine Klingel. Nanu? Er ist weg? Naja, auch gut. Wie ist der jetzt weggekommen? Ich stehe übrigens noch Pflanzen. Jede Menge Pflanzen. Gut. Wie ist der weggekommen? Kissen. Aha. Guckt mein Erdmagnetfeld. Wahrscheinlich eher die Maschine, aber Erdmagnetfeld.
Ein Gerät, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Ja, nee, nicht wirklich. Hätte nicht länger reden können, ich krieg mir gerade was ein. So, die Schublade steht mir wahrscheinlich im Weg. Also tu damit. Gibt es hier hinten noch irgendwas? Nein. Ein Wasseremblem. Dieses Symbol kommt mir bekannt vor. Mir auch. Kümmere ich mich gleich drum. So, wir haben auch hier einen Fernschreiber. Hier ist eine Nachricht vom Bürgermeister von Busa Westwok angekommen. O-O-I-C-U-R-N-E-D-O-T. Hä? Entweder war da eine Katze auf der Tastatur oder der Telefonist hat sich beim Abtippen geirrt. Oder so ähnlich. M-A-C-H-T-S? G-U-T? Mach's gut. I-A-R? I... Verdammt, jetzt habe ich den Faden verloren. Ob da noch ein T kommt für Idiot? Oder noch ein EN für Idioten? Gut, aber hier gibt es. Hier ist eine Nach. Okay, da gibt es nichts weiteres. Dann haben wir das Wassersymbol. Gibt es hier noch unten irgendwas? Nein. Das Wassersymbol. Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Der hat doch früher hier gearbeitet. Tatsache, das klappt. Was ist denn das? Ein Geheimfach. Sieht so aus, als käme ich Dads Geheimnis am Ende doch noch auf die Schliche. Das war jetzt aber frei geraten, weil das die Wünschelrute von seinem Dad war und weil das sein Amtszimmer war und... Bin gerade einfach baff, dass das geklappt. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich so clever sein würde, ihn zu finden. Wie viel ich dafür wohl bekomme, wenn ich ihn einschmelze? Er wirkte so klug und dann fiel er so tief. Ein Schlüssel. Mein Vater wusste, dass ich... Wie viel ich dafür wohl... Was mich aber etwas stört, ist, wenn ich ihn nehme, ich denselben Text kriege, wenn ich ihn anschaue. So, gucken wir mal. Schlüssel. Passt der vielleicht ins Schlüsselloch? Das ist zwar alles unnötig kompliziert, aber wahrscheinlich wollte Dad sicher gehen, dass nur ich so weit komme. An sein großes Geheimnis. Sein Vermächtnis. Sein Wasser. An seinen Schnapsschrank. Oder so ähnlich. Gut. Kleinen Schnaps. Dann nehmen wir doch mal. Der Duft erinnert mich an etwas. That's Aftershave? Nehmen wir es doch mal. Ich hätte jetzt eher vermutet, dass ich hier irgendwie Wasser kriege und nicht mehr das Glas verwenden muss, aber. Nein, nicht das Schnaps, sondern Glas. Aber geht nicht. Na gut. Aber da ich jetzt hier alles durch habe, gucke ich mal dann weiter.